Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal unsere Fahrräder ein bisschen chilliger einlagern. Und das ist sehr sinnvoll, wenn man das nicht horizontal macht, sondern vertikal. Sehr sinnvoll. Und da gibt es mehrere Produkte auf dem Markt. Eins davon ist, das zu tun mit Haken. Das heißt, wir werden an die Wand da drüben ein Hakensystem anbringen, wo wir dann die Fahrräder aufhängen können, dass sie sozusagen dann nicht so horizontal, sondern so vertikal an der Wand stehen oder hängen werden. Wichtig ist, dass wir uns dort erstmal das System zusammenbauen. Das heißt, also meistens bekommt ihr mehrere Segmente, die ihr dann zusammenschraubt. Dann kommt ein Haltesystem daran, welches dann auch verschraubt ist mit dem Tragesystem. Also das sind meistens dann, hier ist es zum Beispiel ein sechsfaches System, es gibt vierfache, dreifache, es gibt große, kleine etc. Das heißt, ihr müsst das dort schon dann so anbringen, dass die Halterungen an der Wand sich über die Länge verteilen des kompletten Systems. Und wenn ihr die dann daran verteilt, könnt ihr nämlich pro Haken 25 Kilo an Kraftübertragung daran setzen. Insgesamt war das dann 150 Kilo, sollte das stemmen. Also nochmal, dieses Fahrrad ist das größte Fahrrad, was ich habe. Das holt ihr euch als Referenz. Und das Fahrrad soll dann ungefähr hier hängen. So, okay? So wollen wir es hinhängen. Dazu müssen wir natürlich erstmal die Höhe ermitteln. Die Höhe können wir am besten ermitteln, wenn wir das System, was dann die Befestigung übernimmt, auf den Boden legen. Und dann messen wir 20 cm von der Wand weg, das heißt also unser Lüftele, ne, 20 cm von der Wand, und lassen dort dann unser Fahrrad hinfahren. Okay, so 20 cm von der Wand weg. Zack. Und dann lassen wir unser Fahrrad dort stehen und schieben uns das Haltesystem mit der Vorderachse fluchtend darunter. So, wenn wir das getan haben, haben wir also die Länge oder die Höhe ermittelt, wo es dann dran hängen wird. Denn hier kommen die Haken dran und dort hängen wir das dann an. Dann haben wir die Höhe, die also jetzt von hier hinten, von der Wand, bis zum Bohrloch hier vorne dann dort ist. Das ist der weit entfernteste Punkt. Den messen wir ab. Das kann bei euch ein anderer Wert sein wie bei mir. Und diesen übertragen wir jetzt an die Wand. Das heißt, Fahrrad weg. Dann gehen wir hin, kommen hier mit unserem Haltesystem an, setzen das in die Höhe, die wir vorher ausgemessen haben. Das heißt also, die Höhe, die wir ausgemessen haben, halten wir uns von unten dran. Kommen wir mit dem Kumpel, setzen das an, halten es in Position, in der Höhe, die wir vordefiniert hatten. So. Zack. Gucken, wo das oberste Bohrloch des Bereiches, was wir vorher ausgemessen haben, sich befindet. Alternativ könnt ihr aber auch das so dran halten, holt euch einen Homie dazu, der dann das Fahrrad da dran hängt. Wenn wir das dann getan haben, holt ihr eine Wasserwaage, legen diese aufs System und gucken, dass die Libelle darin fluchtet, dass das gerade ist. Und dann markieren wir uns die Bohrlöcher alle zusammen, werden dann markiert. Und wenn wir die dann markierungstechnisch vernünftig positioniert haben, können wir den Teil dann abnehmen und natürlich die Bohrlöcher dann ausbohren. Wenn ihr es in der Garage macht, ist es meistens eine Steinwand, das heißt also, ihr nehmt euch einen 10er Bohrer, Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Hammerbohrmaschine und ballert jetzt hier überall die Löcher rein. Und danach können wir das System anbringen, indem wir es verschrauben. Am besten mit einer Nuss, 10er Nuss ist das meistens dann. Und dann werden die fetten Schrauben da reingejagt, die Dübel spreizen sich auf und halten dann euer System schon in Position. Und dann können wir mit der Bestückung weitergehen und dann natürlich auch die Fahrräder anhängen. Das ist nice, oder? Also nochmal, 20 cm Abstand zur Wand. Warum machen wir das? Weil das Fahrrad ja 20 cm über der Boden schweben soll, damit wir darunter sauber machen können.
20 cm von der Wand. Dann Fahrrad auflegen auf die Höhe, wo der Ständer ist, auf dem Boden. Dann das weit entfernteste Loch, sprich das Bohrloch, oben abmessen zur Wand. Übertragen an die Wand, oberstes Bohrloch setzen, gerade hinsetzen mit der Wasserwaage und das unter, oben, unter. Bohren, anbringen, Job's done. So, nun haben wir unsere Halterung selber in Position gebracht. Und jetzt werden wir die Entmontage durchführen. Das heißt, wir werden jetzt hier diese Haken dran machen. Wir sind oben so ein Einhaksystem und unten flach und mit einer Schraube dann befestigt. Das heißt, wir können die so einhaken, dann sind die drinnen und dann können die dort fixiert werden. Wir können das schieben, hier, 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 worüber wir wollen. Das ist fest dran, 2, 4, 6, 10er Fettschrauben mit Dübel. Jetzt können wir das hier so fixieren, wie es uns passt, mit der Menge an Rädchen. Danach werden wir dann die Schräubchen festziehen. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, 25 Kilo dran zu hängen. Jetzt werden wir das mal probieren. Kommen wir mit dem Fahrrad an. Wir kommen von einer harten Arbeitsstunde nach Hause und dann zack, hoch damit. Schwuppdiwupp, da rein, loslassen und Fahrrad. Hängt wie Sau. Und das können wir natürlich mit bis zu 6 Fahrrädern machen, a 25 Kilo, beziehungsweise ich glaube, ganz Samtlast war 150 Kilo. Aber achtet darauf bei E-Bikes, die kommen manchmal darüber, dass ihr den Akku aufbaut und dann zum Beispiel E-Bikes dranhängt. Und dann habt ihr eine super nice Möglichkeit, dort Fahrräder einzulagern. Cool, oder? Viel platzsparender und diskret. Was ihr vielleicht noch machen solltet, ist unten, wo natürlich die Fahrradreifen dann mit dem Kontakt des, der Wand kommen, vielleicht irgendeinen Lack benutzen, beziehungsweise dort halt, wie ihr im Treppenhaus benutzt, so eine extra Dispersionsfarbe, die, ja, die man abwaschen kann. Und dann seid ihr gut aufgestellt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonson.